Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird schwer, höchstwahrscheinlich mit der Zeit hinzukommen. Herr Koblin hat es ja schon gemerkt. Aber wenn man als vierter Redner dran ist, dann kann man ja etwas konzentrieren und muss nicht alles wiederholen. Wir haben ja heute, wie wir schon gehört haben, nicht nur mit der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu tun, der zu dem Antrag Sozialverbände besser prüfen und unterstützen der Linken, der Die Linken, sondern wir haben auch noch einen Änderungsantrag vorliegen, der jetzt versucht, ein wenig das zu noch mal zu untermauern, was Sie eigentlich früher mal beabsichtigt haben, hier in dem ersten Antrag unterzubringen, was scheinbar nicht ganz so gelungen ist. Wir hatten ja die Möglichkeit, im Finanzausschuss, im federführenden Finanzausschuss, uns ausführlich mit Ihrem Antrag zu auseinanderzusetzen. Wir haben ein Expertengespräch mit der Präsidentin des Landesrechnungshofes durchgeführt. Wir haben im Anschluss ja noch eine Anhörung durchgeführt mit Spezialisten oder Leuten, die was vom Fach verstehen, und haben dann ja uns ausführlich damit beschäftigt und eine Beschlussempfehlung erarbeitet, die anders aussieht, wie Sie es vorstellen, sehr geehrter Herr Koblin, weil wir in der Zwischenzeit das, was wir am Anfang der Legislatur ja auch angedeutet haben, einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen wollen, der das Kommunalprüfungsgesetz erweitert und verändert, um die Sozialverbände besser zu prüfen. Und da sind wir jetzt glücklicherweise auch schon in einen fortgeschrittenen Verfahren. Wir haben auch da schon eine Expertenanhörung durchgeführt und haben festgestellt, dass sich die Problematik etwas schwieriger gestaltet, als wir erwartet haben, und dass es da verfassungsrechtliche Bedenken geben könnte, die wir jetzt durch einen Antrag im Finanzausschuss beauftragt haben, dass wir da noch mal ein Gutachten einholen und werden dann sehen, wie wir dieses Kommunalprüfungsgesetz auch entsprechend verfassungskonform erarbeiten können. Das wird noch etwas Zeit dauern, weil wir gesagt haben, uns kommt es darauf an, dass wir hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit auch walten lassen wollen, weil ich denke mal, es ist wirklich auch eine wichtige Sache, dass wir dann auch ein Gesetz haben, was auch trägt und das wirklich dann auch die Prüfung ermöglicht, die wir uns vorstellen. Aber ich glaube, da sind Sie konform. Deswegen werden wir diesen Teil Ihres Gesetzes oder Ihrer Vorlage haben wir dann ja auch abgelehnt und haben gesagt, wir machen unsere eigene Sache und haben diese Beschlussempfehlung. Sie haben jetzt nochmal erweitert, das hatten wir aber auch schon im letzten Antrag etwas gesehen, dass Sie ja gesagt haben, Sie wollen ja auch die Sozialverbände besser unterstützen. Ist ein großes Anliegen. Da haben wir uns ja auch alle Fraktionen dazu positioniert, dass sie eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Wir sind aber der Meinung, dass es jetzt im Moment in diesem Antrag nicht darum geht, sondern dass wir erstmal erreichen wollen, dass die Sozialverbände besser geprüft werden. Und deswegen lehnen wir ja Ihren Änderungsantrag ab, wollen aber der Beschlussempfehlung, die der Finanzausschuss sozusagen beschlossen hat, hier bestätigen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich bin immer